Was geht ab, Leute? Ich begrüße euch zu Folge 4 des Sommerferien-Specials und damit zu Dragon Age Inquisition. Ja, wir haben hier auf dem Kanal schon ein bisschen Dragon Age gespielt. Also die eine oder andere Folge gab es schon. Aber ich habe dann irgendwann aufgehört, das zu spielen, beziehungsweise es auch aufzunehmen. Ja, eigentlich nicht, weil die Lust gefehlt hat, sondern zum einen ist es nicht so gut angekommen, mir macht es wirklich mega Spaß, aber auch zum anderen, die Welt ist ziemlich groß. Also das ist hier jetzt, für die es noch nicht gesehen haben, das ist hier ein Gebiet. Es gibt einen Haufen Gebiete, die man nach und nach erst freischaltet und ja, es dauert einfach alles ein bisschen. Und ja, ich würde aber sagen, wir fangen hier einfach direkt an. Es sieht so aus, als hätten wir uns diese Quest markiert oder angefangen damit. Und es sieht es für mich so ein bisschen aus, dass wir versuchen, ich weiß nicht, ob das letztes Mal wirklich so geplant war, aber ich würde jetzt einfach mal so Richtung dieses Lager laufen und dann, ja, vielleicht einfach hier so lang, weil wir hier nämlich tatsächlich ein paar Aufträge auf dem Weg haben. Das würde ich jetzt so einfach mal probieren und ja, ich will euch da jetzt auch gar nicht lange auf die Folter spannen. Wir fangen da jetzt einfach an. Ich muss jetzt mal wieder ein bisschen reinkommen hier. So, auf Teva-Taktik, genau. So, also ich habe hier meinen Krieger als, kann ich da einfach runter? Ich denke schon. Meinen Krieger sozusagen als Hauptfigur. Die anderen müssen wahrscheinlich jetzt außen rum laufen, ne? Jo. Meinen Krieger als Hauptfigur, aber ich kann auch alle Verbündeten kann ich auch steuern. Sie versuchen, die Flüchtlinge zu beschützen. Der scheint, sieht aus, als könnten sie Hilfe gebrauchen. So. So, der hier scheint nämlich irgendwie der Haupttyp hier zu sein. So, wir sehen links oben ist unsere Lebensanzeige. Und auch die von all meinen Leuten, die mitmachen. Ich bin, wie man unschwer erkennen kann, ein Krieger mit einer dicken Zweihand-Axt. Muss erstmal wieder reinkommen, war das F, ne? Ja, genau. Krieger mit einer dicken Zweihandaxt. Wir haben eine Armbrustschützen, wir haben einen Magier und ich habe noch eine Kriegerin mit... Wir sind keine, oh Gott. Wir haben eine Kriegerin mit Schild und Einhandwaffe. Das heißt im Endeffekt ein Tank sozusagen. Genau, so, jetzt habe ich mal die Taktik-Ansicht angemacht, denn es sind jetzt 4 Gegner hier unterwegs. Und die kann man immer so ein bisschen, man kann immer ein bisschen verteilen. Also jetzt habe ich zum Beispiel ihn ausgewählt und sage, bitte greif hier hinten den Zauberer an, den Bindungsmagier. Und ich kann auch Attacken ausführen lassen, wenn sie denn noch nicht alle Attacken verbraucht haben. Aber da wir schon ein bisschen im Kampf sind, haben sie schon ein paar eingesetzt. Ich habe jetzt meinen Bogenschützen mal hier auf den losgelassen. Der bringt den vielleicht um, bevor er überhaupt hier in den Nahkampf reinkommt. Und du solltest vielleicht auch auf den gehen, weil der ist Elite, dann geht der auf jeden Fall auf die los. Und ja, wir versuchen erstmal jetzt den hier, der am Boden liegt und auch fast keine Lebenspunkte mehr hat, platt zu machen. Genau, da ist er auch schon hinüber. So, wir holen ihn uns direkt wieder zurück, der gerade versucht hat, hier wegzulaufen. Und der ist jetzt auch tot. So. Ja, was kann ich euch noch sagen? Es gibt auch... Also bei Elite muss man immer ein bisschen gucken. Der hat jetzt zum Beispiel hier dieses Schild, was sich auch regeneriert. Und da haben wir letztes Mal schon das Problem gehabt, dass die einfach ewig dauern, bis die endlich kaputt sind. Dafür machen wir einfach aktuell noch ein bisschen wenig Schaden. Deswegen, man muss versuchen, in der Zeit, wo sie gerade kein Schild haben, sie hat ihnen dermaßen viel Schaden zu machen, dass sie, ja, dass sie dann einfach down gehen. So. Wir können jetzt, wir haben hier ein paar Tränke. Also wir haben jetzt einmal einen ganz normalen Heiltrank, wir haben aber auch so einen Regenerationstrank. Den werfe ich mir mal ein. Dem Rest habe ich das, glaube ich, noch nicht gegeben. Ne, die anderen haben noch keine Tränke. Den kann ich auch noch einen zweiten Trank geben. Man kann denen aber auch sagen, ab wie viel Prozent Schaden sie praktisch eigenständig einen Heilungstrank nehmen. Deswegen muss man da im Normalfall nicht unbedingt drauf achten. Mir fällt gerade auf, wir haben
Kriegsschrei haben wir als Attacke. Das lohnt sich eigentlich nicht wirklich, wenn mich nämlich nicht alles täuscht. Macht der Kriegsschrei, dass alle Gegner um uns rum uns angreifen. Und da wir ja jetzt hier sozusagen einen Tank haben, ist es für uns jetzt nicht unbedingt notwendig. So, aber bevor wir sterben, 9 ist der Heiltrank. So, jetzt habe ich erstmal einen Heiltrank genommen. Also ihr seht, die, der regeneriert die ganze Zeit sein Schild. Und das ist halt wirklich krass für uns. Wir haben einfach irgendwie ein bisschen wenig Schaden noch jetzt hier gerade am Anfang, um uns gegen die Elite richtig wehren zu können. So, jetzt muss man ein bisschen versuchen. Hoffentlich schaffen wir es nämlich jetzt, bevor der wieder ein neues Schild aktiviert. Ja. Der haut uns halt echt Schaden rein. Das ist echt nicht mehr feierlich. Verdammt, jetzt habe ich, das habe ich jetzt rausgehauen. Voll unnötig. Ja, jetzt hat er wieder ein volles Schild, Leute. Jetzt müssen wir den wieder so runterschlagen. Das ist alles ein bisschen langwierig gegen die. Wir machen einfach noch viel zu wenig Schaden. Also jetzt als komplette Gruppe. Nicht nur wir speziell, sondern eigentlich alle bei uns in der Gruppe machen einfach noch zu wenig Schaden. Leider. So, ihr seht auch, wir haben nur noch 3 Heiltränke. Also langsam ist es auch ein bisschen knapp mit den Heiltränken bei uns. So. Aber viel mehr können wir jetzt aktuell auch gar nicht machen. Also ich kann dann versuchen, sobald der kein Schild mehr hat, ihn irgendwie dann auf den Boden zu werfen, damit er praktisch mehr Schaden bekommt. Aber wir haben jetzt aktuell... da muss ich mal einen Heiltrank nehmen. Ja, wir haben... Es hat noch Abklingzeit. So, ich hoffe einfach. So, jetzt müssen wir ihn eigentlich tot bekommen. Jawohl, jetzt ist er hinüber. Sehr schön. Das hat jetzt länger gedauert, als es hätte dauern müssen oder sollen. So, wir können hier ein paar Sachen plündern. Es kommen aber noch mehr Gegner, wie ihr seht. Genau, wir sind direkt wieder im Kampf. Also zumindest meine Teamkollegen. Ich bin hier noch ein bisschen außen vor und ich komme gerade nicht über diese Mauer drüber, weil ich suche. Ach, das ist das Schild. Okay. Ja. Gesundheit niedrig von unserer... von unserem Tank. Hier ist wieder eine Elite dabei. Ganz normale Bogenschützen sind auch dabei. Die soll jetzt erstmal Heiltrank nehmen. Als Magier so nah drin zu stehen, finde ich ein bisschen schwierig. Der sollte ein Stück zurückgehen. Und du... Wo haben wir denn? Da hinten? Nee. Moment. Es müssten 3 Gegner gerade da sein. Ich sehe aber nur 2. Mach mal den Bogenschützen platt. Und dann müsste... Moment. Ich stehe hier. Ach, ich bin blind. Ich dachte, das wäre unser Bogenschütze. Aber unser Bogenschütze steht hier. So, der sollte den hinten platt machen. Ich gehe jetzt einfach mal auf den los. Und da hinten kommt noch ein Verteidiger angerannt. Das heißt, ich gehe auf den und hole ihn direkt mit einer Hinterkette hierher. So, jetzt müssen wir nämlich hier wieder ein bisschen reingehen. Du solltest auf den hier gehen. Du, ja, machst den da, dann springst du nämlich, soweit ich weiß, ein Stück nach hinten. Und du gehst jetzt erstmal ganz entspannt auf den Verteidiger? Nee, eigentlich auf den Elite. Wobei, der ist immun gegen Einfrieren. Dann geh vielleicht erstmal auf den hier. Und dann mache ich hier weiter. Der ist nämlich jetzt down. So. So. Jetzt wieder das gleiche Thema. Ich würde den Bogenschützen jetzt hier wieder rausziehen, weil es bringt uns gar nichts, wenn er hier im Nahkampf steht. Schildwall brauche ich vielleicht auch nicht unbedingt. Ach, ich habe immer noch den. Okay, Moment. Du musst dich da hinstellen. Du, ich will, dass du auf den da erstmal gehst. Und du gehst jetzt auch weiter auf den. Ja. Ich glaube, das ist so das Beste, wie wir es jetzt am Anfang machen können. So. Jetzt hast du aber den eigentlich ganz gut... angestachelt. Jetzt könnt ihr nämlich beide auf den losgehen.
Und du machst mit mir jetzt erstmal den da platt. Genau. Ja, manchmal hören die nicht so sehr auf einen, wie das einem selbst irgendwie lieb wäre. Weil eigentlich hätte ich gerne, dass unser Tank, die Cassandra heißt sie, einfach auf den Elite geht. Genau so. So, jetzt müsste es aber... Ja, jetzt müssten wir ihn aber langsam tot bekommen hier. Jawohl. Sieht doch gut aus. Also der ist wesentlich entspannter umzubringen als die Magier. Und eine kleine Zwischensequenz. Ich wollte gerade plündern. Gut blutbespritzt sind wir. Also wenn die auch reden, dann steht da auch Text und man hört auch, wenn sie reden. Aber scheinbar brauchen wir keine Worte. Hier gibt es Magier, die eure Wunden heilen können. Haltet still. Sie sollen mich nicht anfassen, Mutter. Ihre Magie. Wird sie für einen guten Zweck eingesetzt, ist ihre Magie gewiss nicht böser als eure Klinge. Aber... Still jetzt, guter Mann. Erlaubt ihnen, eure Schmerzen zu lindern. Mutter Giselle. Die bin ich. Und ihr müsst der Herold Andrastes sein. So werdet ihr doch genannt, nicht wahr? So, und jetzt haben wir nämlich zum ersten Mal wieder hier auch die Entscheidung. Wir können die ganze Welt beeinflussen mit unseren Antworten. Und ja, manchmal gibt es spezielle Antworten, manchmal jetzt wie hier, ja, jetzt nicht so speziell. Genau, wir können immer sagen, ja, nicht auf meinen Wunsch, ihr seid nicht gegen die Magie, bin ich deshalb hier, ihr wollt mich also sprechen. Also das könnte ich jetzt nicht immer sagen, aber ich kann mich immer entscheiden, wie ich darauf antworte. Ja, also ich habe mir den Namen nicht ausgesucht, also nicht auf meinen Wunsch. Ich habe mir diesen Titel nicht ausgesucht. Ich fürchte, das Schicksal fragt uns nur selten nach unserer Meinung. Dann stimmt ihr den Leuten zu. Ich maße mir nicht an, die Absichten des Erbauers zu kennen. Für keinen von uns. Aber ich habe euch nicht hergebeten, um mit euch zu debattieren. Warum bin ich dann hier? Ich weiß von der Anklage der Kirche und kenne auch die Verantwortlichen. Ich will ehrlich sein. Einige von ihnen sind nichts weiter als Selbstdarsteller, die ihre Chance erhöhen wollen, die neue Göttliche zu werden. Einige andere haben einfach nur Angst. So viele gute Leute, die uns völlig sinnlos entrissen wurden. Das war eine Tragödie. Stützt ihr die Kirche nicht? Das ist keine Entschuldigung. Ja, eigentlich ist für uns interessant, ob sie die Kirche unterstützt. Vielleicht schon. Aber steht ihr nicht hinter dem Rest der Kirche? Ohne Göttliche müssen wir alle unserem Gewissen folgen. Und genau das tue ich. Geh zu ihnen. Überzeugt die verbliebenen Klerikerinnen, dass ihr kein Dämon seid, den sie fürchten müssen. Sie haben bis jetzt nur schreckliche Dinge über euch gehört. Gebt ihnen etwas anderes, woran sie glauben können. Ich soll sie für mich einnehmen? Das soll funktionieren, aber sie wollen meinen Tod. Ja, ich finde den Rat eigentlich gar nicht schlecht, wenn die mich für einen Dämon halten, dass wir ihnen erstmal sagen sollen, ja, wir sind kein Dämon. Apropos, wenn ihr euch fragt, ihr könnt euch gerne auch die anderen Videos zu Dragon Age angucken. Ich habe versucht, die möglichst hässlich zu machen. Finde ich jetzt auch so in der Nahaufnahme ist es mir doch ganz gut gelungen. Ihr wollt, dass ich sie für mich einnehme? Wäre ich der Ansicht, das könnt ihr nicht, würde ich es nicht vorschlagen. Werden sie mir überhaupt zuhören? Lasst es mich so sagen. Ihr müsst sie nicht alle überzeugen. Es reicht, wenn einige von ihnen zweifeln. Ihre Macht liegt in ihrer Geschlossenheit. Wenn ihr sie durchbrecht, habt ihr die Zeit, die ihr braucht. Ich danke euch. Seid ihr sicher? Das wird nicht einfach. Ja, wird bestimmt nicht einfach. Wie ihr das sagt, klingt es so einfach. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das Schicksal euch zu uns geschickt hat. Aber ich hoffe es. Denn Hoffnung ist es, was wir jetzt brauchen. Die Leute werden eurem Ruf folgen. Sie werden niemandem sonst Gehör schenken.
Ihr könnt die Inquisition zu einer Kraft machen, die uns beflügelt oder zerstört. Ich werde nach Haven gehen und Schwester Liliana die Namen all jener Kirchenvertreter geben, die einer Versammlung zugänglich wären. Es ist nicht viel, aber ich werde tun, was ich kann. Okay. Also prinzipiell, Leute, man weiß nie, wer hier gut und wer schlecht ist. Also man muss immer für sich selbst entscheiden. Corporal Vale koordiniert die hiesigen Anstrengungen der Inquisition. Wir sollten mit ihm reden. Man muss ja immer selbst für sich entscheiden, wem man vertrauen will und wem nicht. So, und es gibt ja so ein paar Sachen, die man machen kann. Zum Beispiel haben wir jetzt einfach hier eine Sehenswürdigkeit entdeckt. Ich werde den Text jetzt hier nicht vorlesen, weil die sind meistens von den Sehenswürdigkeiten ziemlich uninteressant. Hier können wir noch was plündern, bevor der sich draufsetzt. So, hier sehe ich dann immer, ob es irgendwo was gibt, aber das sind die Sachen, die wir vorhin schon hatten. Da ist auch ein Händler, da sollten wir vielleicht auch hingehen. Und wie bei so vielen anderen Spielen, Ausrufezeichen sind praktisch immer Aufträge. So, manchmal lohnt es sich auch einfach mal in so ein Haus zu gehen oder neben einem Haus etwas anzugucken. Wir können hier auch fast alles nämlich plündern. Also es gibt fast... Diese Armbrust ist bemerkenswert, Varric. So, wir wechseln hier kurz und geben ihr nämlich den Heiltrank, weil, wenn ich mich nicht täusche, müssten hier Tränke drin sein. Ah, nee, sind es nicht. Eine Armbrust, mit der selbst ein ungeübter Schütze derart weit und schnell schießen kann? Damit wäre jede Schlacht ein Massaker. In der Tat. Ich bin doch nur überrascht, nicht enttäuscht. So, was auch ganz normal ist hier, die Charaktere reden miteinander. Und die mögen sich auch nicht immer. Also die mögen sich gegenseitig auch nicht immer. Das bekommt man dann auch immer ganz schön mit in den Gesprächen. Und sie stehen einem auch super gerne mal einfach im Weg rum. Man kann hier viele Sachen sammeln. Also jetzt so Kräuter und Metalle. Jetzt müssen wir mal wieder... Muss ich jetzt gucken, dass ich zu diesen Aufträgen komme. Und dann können wir auch mal bei dem Händler vorbeigucken. So. Das ist aber nicht der Auftrag, ne? Nee. Man kann viele Sachen lesen. Manche davon bringen einem auch tatsächlich was, wenn man es liest. Andere sind jetzt weniger interessant. So. Aber wir sind hier falsch. Wir müssen zu dir. Ihr da, könnt ihr meiner Frau helfen? Bitte, ich flehe euch an. Ja, wir helfen deiner Frau. Was stimmt denn nicht? Sie wird krank, sobald sich das Wetter verschlechtert. Sie bekommt keine Luft mehr, als hätte sie Spinnweben in der Lunge. Unser Sohn Hindel stellt einen Trank her, der sie atmen lässt. Er ist der Einzige, der es kann, aber er hat sich diesem Kult in den Hügeln angeschlossen. Bitte geht zu ihm und erzählt ihm, was los ist. Ohne diesen Trank wird sie sterben. Ja, klingt super, ne? So ein Kult in den Hügeln. Ja, das klingt total klasse. Der wird uns bestimmt helfen. Und bestimmt wird er uns nicht angreifen. Der Kult ist bestimmt auch unser Freund. Also ihr müsst immer für euch selbst entscheiden, wem ihr vertrauen wollt und wem nicht. So gesehen gibt es erstmal keine falschen Entscheidungen. Es wird eine lange, hungrige Nacht werden. So, wir fragen mal nach. In den Hügeln gäbe es genügend Widder. Sie sind schmackhaft, leicht zuzubereiten. Und es gibt hier keine Lords, die einen wegen Wilderei aufknüpfen. Aber im Moment ist es zu gefährlich, auf die Jagd zu gehen. Die Wahrscheinlichkeit, auf Magier statt auf Widder zu treffen, ist zu groß. Okay, das heißt, wir sollen wahrscheinlich ein bisschen was zu essen für euch organisieren. Ja, 10 Widderfleisch. So, also man kann ja tatsächlich fast alles plündern. Ansichten eines Jägers über den Krieg. Manche sind halt nicht so interessant. Aber auch das Lesen gibt im Nachhinein, meine ich, Erfahrungspunkte. Jetzt gehen wir da oben noch rein. Jawohl, jetzt gehen wir da noch rein. Wir können wieder was lesen. Heilernotizen, aber ansonsten gibt es hier auch nichts drin. So, jetzt muss ich kurz gucken. Genau, Inventar. Jetzt kann ich nämlich gucken,
ein Jünger starb. So, mein Stab, den er aktuell hat, macht 28 Schaden pro Sekunde. Und zwar Kälte. Und der würde praktisch 36 machen Feuer. Naja, also am Anfang, die ganzen Sachen sind grau. Das heißt, es ist erstmal, verbesserte Konterhaltung ist, glaube ich, was mit Verteidigung für dich, ne? Sehr schön. Genau, also wir haben hier auch Rüstung und alles drum und dran. Ist halt ein Rollenspiel, Leute. So, was haben wir denn hier gefunden? Zwergisches Rätselkästchen und Regenerationstrank. Okay, okay. Ja, das wollte ich nicht nochmal öffnen. Rüstungspläne. Okay. Waffenpläne. Ein Großschwert. Irgendwo konnte man auch sehen, was das Großschwert, wie viel Schaden das macht. Aber ich glaube, dafür müssen wir zu der Schmiede. So, jetzt können wir uns entscheiden. Wir sollten da lang, angeblich, laut ihr. Oder, wo könnten wir denn sonst lang? Könnten wir sonst irgendwo sinnvoll lang? Nicht wirklich, oder? Irgendwo Widder suchen? Nagender Hunger. Ja, da könnte man auch noch hin und da haben wir ja auch ein Lager. Dann würde ich sagen, wir gehen doch erst dahin und dann wieder hierhin. Obwohl. Ne, wir gehen jetzt erst dahin und dann darüber, Leute. So, irgendwo ist auch unser Charakterbogen. Genau, mit Erfahrungspunkten etc. Und da kann ich jetzt euch auch kurz zeigen, was ich meinte. Wir haben ja das hier, die Attacke, die brauche ich aber gar nicht wirklich, weil ich ja einen anderen Krieger habe, der für mich die Gegner herausfordert, damit die mich angreifen. Aber genau, es geht, eigentlich geht es mir um das hier, lodernder Zorn, damit ich nämlich noch mehr Schaden austeile. Das finde ich nämlich gar nicht schlecht. Und jeder Gegner, der dich im Nahkampf angreift, bezahlt dafür, indem er selbst einen Teil des Schadens erleidet. Also das sind alles Sachen, die sind eigentlich eher für einen Verteidiger gedacht. Aber ich finde das hier ziemlich gut. Nur damit ihr wisst, aber wir kommen bestimmt gleich noch dazu, dass wir auch nochmal irgendwie einen Levelaufstieg haben, wo wir den, wo wir das richtig vergeben müssen. Und dann zeige ich euch nochmal ein bisschen die Attacken. So, ab und zu kann man einfach mal gucken, ob es hier irgendwo was gibt, aber... Okay, unter dem Schutz der Inquisition, das ist jetzt nicht so interessant für uns. Aber irgendwas gibt es da oben, wo wir hingehen sollen. Da ist nochmal... ein Elfenwurzel. Gerade am Anfang ist es eigentlich wichtig, das alles mitzunehmen. Ihr gehört der Inquisition an? Ich bin Corporal Whale. So. Dank für eure Hilfe. Die Magier und Templer scheint es nicht zu kümmern, wer in ihren Krieg mit hineingezogen wird. Die Flüchtlinge hier benötigen dringend Hilfe. Wenn der Krieg sie nicht tötet, werden es die Kälte oder der Hunger tun. Okay. Was ist mit dem Stallmeister? Ich will mir über den Mann erzählen, der die Inquisition mit Pferden versorgen sollte. Stallmeister Dennett? Er lebt auf einem Hof westlich von hier. Ein sehr alter Knochen. Wir haben jedoch nichts von ihm gehört. Soweit wir wissen, verschanzt er sich, bis die Magier und Templer damit fertig sind, sich gegenseitig umzubringen. Okay, da sollten wir auf jeden Fall vorbeischauen. Gibt es noch weitere Probleme, mit denen die Flüchtlinge zu kämpfen haben? Einige der Leute haben Verletzungen, bei denen es nicht ausreicht, sie zu nähen oder mit Elfenwurzel zu behandeln. Mir ist bewusst, dass Heiler im Moment rar sind. Aber wenn ihr in Radcliffe jemanden auftreiben könntet, würde das zahlreiche Leben retten. Das ist gut zu wissen. Können wir irgendetwas tun, um die Leute vor der Kälte zu schützen? Ich hatte die Inquisition gebeten, uns Decken zu schicken. Aber man könnte meinen, ich hätte eine Wagenladung reines Lyrium verlangt. Ein Rekrut namens Whittle versucht, die Flüchtlinge irgendwie zu versorgen. Solltet ihr Vorschläge haben, findet ihr ihn auf der anderen Seite der Straße. Mhm. Das ist gut. Und sie hungern? Ich habe die Sorge geäußert, die Leute könnten verhungern. Ja, viele von ihnen hatten natürlich Lebensmittel bei sich, aber sie dachten auch, sie wären längst wieder zu Hause oder in einer Stadt in Sicherheit. Den Hügel hinauf gibt es einen Jäger, der uns vielleicht weiterhelfen könnte. Sehr schön. Gebt auf euch acht. Vielleicht haben wir jetzt ein paar Aufträge bekommen. Okay, nicht so wirklich. Jetzt bin ich da gerade runtergerutscht. So.
Ich habe ja gesagt, wir gucken jetzt erstmal um uns die Widder an, dass wir denen ein bisschen was zu essen bringen. Und dafür müssen wir zu dem anderen Lager reisen, das wir ja in der letzten Folge gefunden haben. So, und damit haben wir nämlich auch unsere Lebenspunkte aufgefrischt. So, hier kann man die Gruppe wechseln, aber wir haben noch nicht mehr Charaktere, außer denen, die wir jetzt hier dabei haben. Und irgendwo konnte man, glaube ich, auch einstellen. Nee, rasten will ich nicht. Da, ne? Genau, Tränke. So, ich habe ja hier Regenerationstränke und wir haben 23 Elfenwurzel. Dann nehme ich mir einfach mal drei Stück. So. Cassandra bekommt auch. Okay, jetzt habe ich ihr versehentlich vier gegeben. Wollte ich gar nicht. Und Varric ist unser Armbrustschütze, der bekommt auch drei Stück. Dann haben die alle auch ein paar Regenerationstränke dabei. So. Irgendwas blinkt. Ach so, das ist einfach das. Hier müsste so eine Scherbe sein. Ich muss sie jetzt nur finden. Genau da, eine Scherbe. Da weiß ich gar nicht mehr, was die genau konnten, die Scherben. Aber man findet die auf der ganzen Welt. Man muss die sozusagen freischalten. Und dann findet man die auf der ganzen Welt. So, und ich versuche jetzt mal einfach direkt zwei von den Widdern irgendwie zu holen. So, der eine Widder ist hier schon mal hinüber. Kann ich nicht während. Achso, ja, weil wir gerade im Kampf sind, kann ich den nicht holen. Okay, das hilft irgendwie nicht gegen den Widder. Okay, da. Oh, da sind Gegner, da sind Gegner, da sind Gegner. Ich will erstmal. Da ist der Widderkadaver. Brauchen ja 10. So, jetzt können wir nämlich ein bisschen gucken. Ui. Ja. Die Ansicht ist wieder mal super genial. Der geht einfach dahin. Sie läuft mal bis nach da vorne. Und du kannst eigentlich auch direkt auf den gehen. Die Frage ist nämlich, ob die anderen auch direkt in den Kampf kommen. Ich glaube es nämlich fast so. So. Jetzt habe ich euch nämlich alle hier bei mir. Und du kannst dir nicht den jetzt holen. Du gehst einfach mit auf den hier. Und der Rest kann erstmal dann gucken, was ihr macht. Da ist auch der Bindungsmagier ja schon hinüber. Also ihr seht, wenn die jetzt nicht Elite sind, dann kriegen wir die doch einigermaßen schnell auseinander. So, ich glaube, ich spiele jetzt ganz kurz mal mit dem, weil ich sonst, ja, sonst treffe ich ja die Widder nicht. Der Widder ist irgendwie Elite. Okay. Auch nicht schlecht. Wusste ich irgendwie auch nicht, dass es auch so Elite-Widder gibt. Das bin ich. Ja, ich wollte nicht hauen. Das ist ein bisschen ungewohnt. Also eigentlich nicht ungewohnt. Auf der linken Maustaste schlägt man halt drauf. Und ja, dementsprechend. Ja, irgendwie rastet ihr gerade ein bisschen aus hier. Ja, dementsprechend, wenn ich halt den Charakter wechsle und dann irgendwie gerade auf ganz normal auf Schlagen drücke, auf linke Maustaste irgendwas anvisieren will, dann fängt er direkt an zu schießen. So, aber wir haben hier auf jeden Fall ein gutes Gebiet, um richtig schön den Auftrag fertig zu kriegen. Würde ich mal behaupten. Wir müssen halt ein bisschen gucken. So, da ist Eisen. Das sind die Metalle, wo ich gemeint habe. So, man kann auch ein bisschen rumspringen.
Was ist da? Irgendwie nicht wirklich was. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja, in die Richtung könnte man noch weitergehen. Da hätten wir einen Bauer und wir haben nochmal einen. Es ist vielleicht gar nicht schlecht, weil hier unten sind nämlich auch noch ein paar Aufträge. Wir könnten einfach in die Richtung dann auch weitergehen. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, wie viel Widder wir noch brauchen. Wie viel Widderfleisch. Ja, also das ist halt auch super angenehm, dass man einfach auch einen Charakter steuern kann von den von den Teamkollegen. Plündern. Okay, da war noch irgendwas, was ich noch nicht geplündert habe. Fennec-Fell. Das kommt dann alles zum Tragen, wenn wir die, wenn wir bei der Schmiede sind und uns zum Beispiel Rüstungen und Waffen herstellen, dann braucht man immer die Metalle natürlich und Leder etc. So. Irgendwie leckt es gerade ein bisschen. Ich kann es mir nicht ganz erklären, wieso. Okay. So, jetzt will ich aber eigentlich wieder mit meinem spielen. Was geht da hinten ab? Ein Templer, noch ein normaler Templer. Okay, dann geh du doch einfach mal dahin. Du stellst dich dahin und du stellst dich dahin. Und dann gucken wir mal. So, und fangen dann einfach direkt hier mit den Kämpfen an. So, da sind direkt mehrere Gegner drin. Die haben direkt meine Attacken blockiert. Das ist auch super. Also eingefrorene Gegner, dagegen macht man normalerweise auch mehr Schaden, aber man kann halt viele Sachen dann nicht mehr machen. Also sie zum Beispiel nochmal zu Boden werfen geht meistens nicht. Es muss einige Zeit her sein, dass die abtrünnigen Templer einem fähigen Magier gegenüberstanden. Okay, das war gerade ein mega Eigenlob, oder? Einem fähigen Magier, damit meintest du dich wahrscheinlich selbst, oder? Okay. Eisen. Also ich sammle hier jetzt mal ein bisschen fleißig die Sachen ein, weil wir die halt früher oder später auf jeden Fall brauchen werden. Okay, irgendwie bin ich zu doof, da hochzukommen, aber da kann ich noch was plündern. Okay, da gab es jetzt aber auch nicht wirklich was Gutes. So, deswegen sammle ich hier mal alles ein. Jetzt wollte ich gucken, was genau war hier. Also immer noch nagender Hunger. Okay, dann gehe ich nämlich mal wirklich in die Richtung von dem Lager. Und ich glaube, wir müssen dafür hier lang. Sieht zumindest so aus für mich. Da kommt jetzt allerdings wieder ein Städtchen oder zumindest eine Hütte. Also Hütten können gut sein, können aber halt auch blöd sein, weil da halt auch oft auch irgendwie Gegner in der Nähe sind. Aber ich versuche es jetzt einfach mal. Okay, hier ist Nehmt jemand. Euch vor den Templern in Acht. Es kümmert sie nicht mehr, wen sie töten. Okay. Lebt wohl. Die will nichts von uns, oder wie? Also, irgendwie Nehmt redest euch du. Vor den Templern in Acht. Es kümmert sie nicht mehr, wen sie töten. Lebt wohl. Alles klar. Die wollte einfach nur mal ihren Unmut kundtun. Soll sie machen. So, kamen wir von da? Ne, wir kamen von unten. Wir müssen jetzt weiter nach oben. Da oben sind jetzt nochmal Gegner und auch ein Widder. Ich würde natürlich super gerne auf den Widder gehen, aber... Okay, ihr seid zumindest alle nicht... ihr seid gerade alle nicht Elite. Oh, das ist aber jetzt ganz schön gemein hier, dass du mir einfach ausweichst. Was soll das denn? So haben wir es aber nicht ausgemacht. Okay.
nochmal der Bindungsmagier da hinten. Den kriege ich aber auch hierher. So. Auf nimmer Wiedersehen. So schaut's aus. Aber wir haben, glaube ich, den, na, wie heißt's? Wir haben, glaube ich, den Widder jetzt verscheucht. Aber da hinten ist er noch. Ich sehe ihn noch. Ja. Der hat gesessen. Also, ich habe mir den Krieger gemacht, weil ich das Spiel schon öfter gespielt habe und noch nie einen Krieger hatte. Allerdings kann es gut sein, will ich euch jetzt einfach mal vorwarnen, falls es mir irgendwann keinen Spaß mehr machen sollte mit dem Krieger. Du hast halt so viele Charaktere hier zur Auswahl, die du finden kannst über die Zeit, dass es auch gut sein kann, dass ich dann irgendwann sage, okay, ich benutze jetzt einen von den Charakteren hier, mit dem ich dann irgendwie weiterspiele oder mehr spiele. Jetzt schaue ich nochmal, ich wollte gar nicht zum Charakterbogen, ich wollte ins Inventar. Wir haben nochmal eine Waffe gefunden. Die ist ein Schaden pro Sekunde besser. Ist aber Blitz. Blitz ist meistens besser als Feuer. So gefühlt. Und jetzt würde ich da hinten noch, habe ich was Rotes aufblitzen sehen. Da würde ich mich jetzt noch ranmachen, die zu holen. So, Leute. Den holen wir uns einfach jetzt hierher. Ich denke, dass wir gegen alle kämpfen müssen, die da sich gerade gegenseitig aufs Dach geben. Das sind wahrscheinlich Templer und Magier und wir sind ja bekanntlich gegen alle von denen. So, da hinten ist noch einer. Und den wollte ich gar nicht herziehen. Ich wollte eigentlich da hinten einen von den Bogenschützen holen. Aber so ist es dann halt. Okay, da ist jetzt tatsächlich sogar eine Elite noch dabei. Okay, ich versuche euch gerade die Sicht richtig zu machen. So, der Bogenschütze ist jetzt auch hinüber. So, jetzt holen wir uns den Verteidiger hierher. Vielleicht wäre es sinnvoller gewesen. Moment, wenn ich jetzt dich hierher hole, ist vielleicht besser, weil hier so eine Frostmine drin ist. Ja, dann ist er nämlich nochmal eingefroren. Das ist jetzt im Endeffekt ein ähnliches Beispiel. Der hat halt wieder Rüstung, Loch und Löcher und wir müssen jetzt erstmal die Rüstung irgendwie durchbekommen. Und es kann halt auch mal ein bisschen dauern. Also die Elite-Gegner sind hier wirklich Elite. Jetzt nicht unbedingt, dass sie super viel mehr Schaden machen oder dergleichen, sondern sie halten einfach enorm viel aus. So, deswegen würde ich jetzt nämlich dem sagen, er soll dahin gehen. Dir sagen, du gehst dahin, damit ihr nämlich da mal ein bisschen besser verteilt seid und du kriegst so einen Regenerationstrank. Weil du wirst auf jeden Fall Schaden einstecken. So, sinnvoll ist natürlich immer ein bisschen sich auch hinter einem Gegner zu positionieren. Und vielleicht haben wir nämlich jetzt langsam auch deine Rüstung kaputt. So, jetzt habe ich auch einen Regenerationstrank genommen und man sieht wieder nichts. So, drei hat er noch, also drei Striche von der Rüstung. Zwei noch. Jetzt hole ich ihn hierher. Dann ist er wieder im Eis. So, Leute, jetzt müsst ihr jetzt aber. Jawohl, die Rüstung ist durch. Jetzt muss er doch langsam drauf gehen. So, wenn er auf dem Boden liegt, ist auch immer super. Ich hole ihn auch nochmal her. Ja, Hauptsache er kriegt nicht nochmal Rüstung. Das ist eigentlich immer das Wichtigste. Weil das dauert wieder dann ewig. So wie mit der Rüstung bei dem Zauberer. So, aber wir haben ihn platt bekommen. Platt gemacht, platt bekommen. Waffenbruchstücke, okay. So, dann plündern wir hier jetzt noch einmal alles. Okay, irgendwas noch von der Kirche gefunden.
Okay, ich dachte, ich könnte vielleicht diese Kiste da plündern, aber kann ich nicht. Jetzt müssen wir mal gucken. Das war jetzt nur ein Wertgegenstand wahrscheinlich. Kirchenkerzenschummel, okay. So, Leute. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Schreibt mir mal, ob es euch gefallen hat, ob ich euch mehr bringen soll, ob ich das schneiden soll oder dergleichen. Ich finde auf jeden Fall Dragon Age Inquisition mega gut. Mir macht das wirklich Spaß. Es kostet halt Zeit, die Welt ist riesig und ihr seht, wir sind auf Level 4 und ich weiß gar nicht, wo man am Ende aufhört, aber es ist halt eine riesengroße Welt. Das ist, ja, also da kann man gut und gerne mal 30 Spielstunden oder so reinstecken, bevor man da ans Ende kommt. Alles klar, Leute. Bis in 2 Tagen zur nächsten Folge Sommerferien Specials. Euer Ludico.